herzlich willkommen in der Klingenberger Schule des Erinnerns. Ich bin Jessa und stelle euch heute Andreas Weller vor, der seit vielen Jahren einen ähnlichen Weg beschreitet, Menschen erinnert. Unter anderem ist er ein Schüler der Lehre von Arkadi Petrov, der ja eng in den Anfangszeiten mit Grigori Petrowitsch und seiner Arbeit in Moskau verwoben war. Von daher haben wir viel Gemeinsamkeiten, viel gemeinsame Ansätze. Andreas arbeitet eben unter anderem mit dem Baum des Lebens, was eine ganz spannende Matrix-Ebene ist, können wir sagen. Und ja, ich freue mich, ihn euch vorzustellen, und ich freue mich, dass er ganz bald nach Klingenberg kommt und hier sein erstes Seminar hier bei uns gibt. Dann wünsche ich euch viel Freude bei diesem wunderbaren Gespräch. So, herzlich willkommen, lieber Andreas, hier in der Klingenberger Schule des Erinnerns. Ich bin ganz glücklich und freudig, dass du hier uns ein bisschen erzählst davon, wie du arbeitest, wie du Menschen erinnerst. Ich habe ja schon in der Einleitung gesagt, dass wir aus einem ähnlichen Kontext kommen oder eine ähnliche Ausrichtung haben, was so die Gesamtsituation der Menschheit angeht, im Sinne dessen, dass die Menschen jetzt individuell aufgerufen sind, sich zu entwickeln, praktikable Wege zu finden, sich zu entwickeln und dabei fürs Ganze zu arbeiten, für diesen gemeinsamen Evolutionsschritt zu arbeiten. Und ich freue mich sehr, dass du auch nach Klingenberg kommst, dass die Schule des Erinnerns hier vor Ort und live eine größere Vielgestalt bekommt. Und dass es, ich bin ja persönlicher Filter wie jeder Mensch. Und es ist wunderbar, dass es hier, ich sag mal, mehrfarbiger und bunter wird in Klingenberg durch Dozenten, die quasi gleich ausgerichtet sind, aber eben individuelle Wege damit beschreiten und damit für euch, die auf diesem Weg sind, noch ein weiteres Spektrum da ist. Ja, also nochmal herzlich willkommen, Andreas. Dann freue ich mich, wenn du uns ein bisschen von dir erzählst. Wie bist du dazu gekommen, ich sag mal in meiner Sprache, ein Erinnerer zu werden? Oder zu sein, besser gesagt. Und und ein bisschen was über deine Arbeit. Freue ich mich zu hören. Ja, hallo liebe Ines, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier bei dir zu sein, bei dir sein zu dürfen und hier ein bisschen zu teilen, was das Leben gerade so bereithält. Ich hatte einen relativ rumpeligen Start tatsächlich in die ganze Erinnerungsphase. Das war als Kind und Jugendlicher obligatorisch hier im Rheinland aufgewachsen, weil natürlich erstmal so der katholische Kirchendienst dort alle Stationen abzulaufen, so mein Werdegang, Messdiener zu sein, Lektor zu sein, Organist zu sein, also alles, was dazu gehört. Und da war eigentlich schon so der erste Aspekt des Erinnerns, der mich da begleitet hat, nämlich so einerseits diese Essenz zu spüren, dass da ist was ganz tief mit mir resoniert, und auf der anderen Ebene aber in so einem praktischen, alltäglichen Erleben, auch im Erleben der Gottesdienste, aber irgendwie so eine Irritation gleichzeitig aber auch so für mich wahrnehmbar. Und dann kam eigentlich so der persönliche Durchbruch eigentlich erst über meine Mutter tatsächlich, die 2012 an Brustkrebs erkrankt war und in dem Zuge dann eben an die Arbeit von Arkadi Petrov und von Thomas Hagen hier in Neuss gekommen ist und dort auch in Behandlung war, mit relativ spektakulären Heilerfolgen auch zunächst. Also es war dann, selbst dann da im Kanada-Zentrum in Behandlung gewesen beim Thomas, ist dann auch wieder ins Krankenhaus gegangen, um die üblichen schulmedizinischen Leiden über sich ergehen zu lassen, und hatte dort dann eben auch schulmedizinisch beglaubigt spektakuläre Heilungserfolge, also dass Metastasen verschwunden sind durch die Arbeit eben, die man auch auf anderem Wege erzielen kann als durch Medikamente und OPs. Und dort bin ich eigentlich das erste Mal
sehr intensiv mit diesem Konzept Bewusstsein in Kontakt gekommen. Denn trotz dessen, dass jetzt eben diese Heilerfolge da waren, aufgrund eben dieser vermeintlichen spirituellen Arbeit, die ja doch sehr feinstofflich und esoterisch zur damaligen Zeit auch für mich dann noch war, hatte meine Mutter, auch als sie sich dann zuletzt da trotzdem dazu entschieden hat zu gehen, eigentlich bis zuletzt gesagt, so wie kann das sein? Also obwohl sie quasi auf Farbfotografie vom MRT den schriftlichen schriftliche Attestierung sogar von der Schulmedizin hatte, dass die Metastasen weg waren, konnte sie die Heilung in letzter Konsequenz nicht annehmen. Und das hat mich dann eine ziemliche Krise gestürzt damals. Ja, und auch das war aber offensichtlich dann ein sehr großer und tiefer Antreiber für mich, auf meinen Weg zu gehen. Ich habe dann beim Kanda-Zentrum damals alle, ja, praktisch alle Ausbildungen irgendwie gemacht, die es da gab. Mit Schwerpunkt dann eben nach Petrov, wo ich meinen Weg dann begonnen habe. Habe dann aber auch relativ schnell auch meinen Horizont erweitert, habe dann im Sufismus mich weitergebildet. Habe mich mit Atemtechniken beschäftigt, mit Breathwork, mit Bodywork, mit Energiearbeit habe ich mich sehr viel beschäftigt. Habe mich dann irgendwann angefangen, mit fernöstlichen Traditionen zu beschäftigen. Und habe dann auch tatsächlich dann 2016 angefangen, selber auch nach Arkadi Petrov zu unterrichten. Ja, mal ganz kurz, wenn wir ganz kurz unterbrechen für die auf dem YouTube-Kanal sind, die ja Grigore Grabovoi sehr gut kennen oder zumindest das für die ein Begriff ist, wollte ich nur ganz kurz anmerken, dass Arkadi Petrov in diesen Anfangszeiten in Moskau sehr eng mit Grigori Petrovich war, ja. Das wollte ich nur ganz kurz einfließen lassen. Viele von euch wissen das auch, aber dass der Arkadi Petrov aus einem ähnlichen Hintergrund kommt oder dort eben, ich sag mal, ein bisschen vergesellschaftet ist mit diesen Anfangssituationen. Und er hat ja auch Zentren in Russland, ne, bevor er nach Deutschland gekommen ist, bevor er das alles entwickelt hat. Und gut, Entschuldigung, aber weiter. Das war jetzt nur Ja, für. das ist eine gute Ergänzung an der Stelle. Danke nochmal, genau. Und in dem Kontext, genau, als meine Mutter dann krank war, habe ich das erste Mal das erste Buch von Petrov in die Hände bekommen, das erste Buch aus der Trilogie, was ja, wie ich gehört habe, so auch in deiner Leserschaft, in deiner Zuhörerschaft, dass der ein oder andere schon mal an den Fingern hatte. Und ja, genau, dieses Buch zu lesen, wo er eben auch über seinen Weg eben auch dann zusammen mit Grigori Petrovic geschrieben hat. Da hat in mir sowas ganz tief Klick gemacht. Das war, glaube ich, so mein richtig, so dieser erste ganz tiefe Erinnerungsmoment, wo ich dachte, endlich schreibt jemand das in ein Buch, was ich ganz tief in mir drin immer gespürt habe, dass es eigentlich die Welt sein müsste. Ja, und damit, genau, damit fing das Erinnern dann im größeren Maßstab bei mir an. Gut. Ja, und wo stehst du heute mit alledem? Oder wie gibst du, sag mal, ich denke immer, dass man sowieso immer aktuell die Summe von allem ist, was man erlebt hat in diesem und in anderen Leben. Und wie du hast ja auch deinen Hintergrund als breit gefächert gerade, ne? Von östlicher und westlicher Mystik und wer weiß noch, was wir alles vielleicht gar nicht mehr, noch gar nicht, noch nicht wieder erinnern. Aber man ist ja aktuell immer die Summe von allen unseren Erfahrungen und Schritten und Erkenntnisschritten. Und dann ist sozusagen für uns jetzt spannend zu hören, wo du jetzt stehst oder wo du jetzt quasi der Punkt, an dem du jetzt für uns oder für die, die in deine Kurse kommen, eben hilfreich sein kannst, sich zu erinnern. Ja, also. Ich habe da ja keinen Zweifel. Ich habe mich ja schon erinnert durch dich. Und ja, da genau, erzähl mal da vielleicht an diesem Punkt weiter. Ein zentrales Element sicherlich meines Erinnerungsprozesses ist einfach die Arbeit mit dem Baum. Der Baum als ein ganz altes Symbol für den Menschen, ein ganz altes Erinnerungssymbol für den Menschen. Der Baum als ein Symbol, das ganz tief diese Anbindung des Menschen an das Göttliche und an die Erde repräsentiert und symbolisiert, wie im Prinzip das kosmische Licht oben in die Krone in den Baum eintritt, vom Baum transformiert wird und unten aus den Wurzeln die Erde und die Mineralien und das Wasser in den Baum aufgenommen werden und dann diese beiden Ströme, die in den Baum zusammenkommen, in einem
ja, mystischen, geheimnisvollen, mysteriösen Prozess dann eben in die Früchte schlussendlich transformiert werden. Das heißt, die Früchte unserer geistigen Arbeit, das, was wir als Menschen in die Welt bringen, unsere Essenz dann über Jahrzehnte, Lebzeiten hinweg reifen, diese Früchte. Das ist ein zentrales Element der Arbeit. Und der Erinnerungsprozess basiert, finde ich, im Wesentlichen auf drei Säulen. Also eine Säule ist ganz profan, das richtige Wissen zusammenzusammeln in seinem Erinnerungsprozess, diese richtigen Dinge zu lernen. Denn ich glaube, der Grad der Verwirrung in der heutigen Zeit, das Angebot an so viel verschiedener Informationen, macht es dann wahrscheinlich irgendwo ironischerweise tatsächlich auch wieder einfacher, sich zu erinnern, weil so viel Information vorhanden ist, dass dieser innere Filter darüber wieder anspringt. Das heißt, das Wichtige ist, an das richtige Wissen zu kommen. Aber das Wissen alleine ist am Ende nicht ausreichend für die Transformation, auch nicht für die Rettung. Das kennt vielleicht der ein oder andere oder jeder kennt wahrscheinlich auch solche Leute, die dann von Seminar zu Seminar reisen und dann, da mache ich noch diesen Workshop, mache ich noch diesen Workshop oder habe ich noch das Buch gelesen und das Buch gelesen. Habe das Gefühl, okay, die haben 1000 Bücher gelesen, aber wo sehe ich in deren Leben, dass sie das implementiert haben, was sie gelesen haben? Und das heißt, die zweite Ebene, die mir sehr wichtig ist in meinen Seminaren, ist, dieses Wissen in eine praktische Anwendung zu bringen, das Wissen in ein Erlebnis zu bringen. Das heißt, dass die Teilnehmer einen Raum bekommen in meinen Seminaren, wo sie ihre eigenen Themen, da wo sie gerade stehen in ihrem Leben, dass sie das mit reinbringen können und anhand des vermittelten Wissens direkt in eine ganz persönliche und ganz individuelle Erfahrung bringen können. Denn ich glaube, dass in dem Moment, wo es erfahrbar wird, in dem Moment erst erreicht es tatsächlich auch die Seele und das Herz der Menschen. Solange es nur irgendwie im Wissen ist, ist es irgendwie auf so einer mentalen Ebene. Und die mentale Ebene führt nicht unbedingt tatsächlich zu einer Veränderung im Leben. Ich glaube, es ist erst, wenn es das Herz des Menschen erreicht, dass es dann zu einem nachhaltigen Effekt führt. Und das dritte Element, ist wahrscheinlich, eines der schwierigsten und auch eines der profansten. Das ist einfach die Liebe, schlicht und ergreifend. Und wir leben in einer Zeit, wo es wichtiger denn je ist, an Selbstliebe zurückzufinden und auch an die Anbindung zurückzufinden und auch an die Anbindung zu den Menschen und auch eben an diese vertikale Anbindung zurückzufinden. Das heißt, diese Anbindung an das Kosmische, an die Seele, an den Ursprung, an den Schöpfer, Gott oder wie auch immer man es nennen möchte. Die Anbindung gleichzeitig aber auch an den Planeten und an den physischen Körper zu finden. Auch das ist, glaube ich, eine Fragmentierung, die in der Vergangenheit passiert ist, insbesondere durch die großen Religionen oder sonstigen spirituellen Richtungen, dass dort irgendwie so eine Bewertung auf den Körper raus passiert ist. Und dadurch ist ja genau diese Aufsplitterung passiert in dieses sogenannte Weltliche und dieses sogenannte Geistige. Und das ist ein Graben, der unbedingt überwunden gehört, weil wir sonst nicht in unser schöpferisches Potenzial kommen. Sonst wird das immer als diese zwei getrennten Welten bleiben. Und das Element, was eben all diese Gräben überwindet, was den Graben zwischen Wissen und Erfahrung überwindet, das, was den Graben zwischen den Menschen überwindet, was den Graben zwischen geistiger Welt und physischer Welt verbindet und überwindet, das ist die Liebe. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wieder uns erinnern, was es eigentlich heißt, tatsächlich zu lieben und insbesondere diesen Unterschied zu erkennen, was es eigentlich heißt, bedingungslos zu lieben. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie eine Vorstellung, was Liebe sein kann oder was Liebe ist. Jeder hat eine persönliche Erfahrung davon. Aber das ist, glaube ich, ein Gefühl, was in unserem Kulturkreis, in unseren Zeiten sehr kompromittiert ist durch Verzerrungen aus dem Familiensystem, aus Gesellschaftsstrukturen, aus Bewertungsstrukturen. Und das wieder zu reinigen und zu öffnen und in dieses universelle, göttliche Prinzip zurückzutransformieren, auch diesen Aspekt zu erinnern. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Aspekt ist, damit wir hier die Kurve kriegen als Menschheit und nicht die ganze Kugel hier in die Luft jagen. Und das ist also du hast von diesen drei Säulen gesprochen. Also erstes ist Wissen, das zweite ist quasi das Wissen, das integriert ist, sozusagen erlebbar ist, und das dritte Element ist die Liebe. Und also ich will nur gucken, ob ich es richtig verstanden habe, dann haben es nämlich die Zuschauer auch verstanden. Und das alles sozusagen dieser, ich sag mal, die
Die Signatur des Baumes, das du ja sehr schön und auch fühlbar beschrieben hast, mit diesen Früchten und so weiter, das gehe ich da richtig in der Annahme, dass das dieser, ich sag mal, dieser kosmische Lebensbaum ist, der einfach in ganz vielen Kulturen auftritt, wie in der Kabbala, aber auch im Nordischen gibt es ja auch den Lebensbaum und diese große Esche, oder gibt es aber auch so ein Prinzip, so ein Lebensbaum, so eine Lebensbaumlehre. Das ist sozusagen deine Arbeit, die geht aus diesem, also die Arbeit mit diesem Baum ist ja nur ein Teil der Arbeit, wie ich verstanden habe, die geht aus diesem universellen Prinzip aus, dieses Schöpfungsbaumes, könnte man sagen, ne? Habe ich es richtig verstanden oder richtig zusammengefasst? Ja, genau. Ja, es ist ein universelles Prinzip, was ja schon Jahrtausende in allen, wie du schon gesagt hast, in allen möglichen Kulturen immer wieder auftaucht. Und wenn ein Mensch vor einem Baum steht, insbesondere wenn man so alte Bäume hat, so wie du in Klingenberg, wenn ich mich da an diese riesige Eiche bei dir hinterm Haus erinnere, Der Nordostwächter heißt sie. das macht was mit einem Menschen, wenn er einen alten, weisen, erfahrenen, wissenden Baum sieht. Du kannst dir das vielleicht auch so vorstellen. Aus dem vedischen Kontext sagt man zum Beispiel, dass ein Baum, dass das Holz eines Baumes hier auf der Erde ist, um kosmisches Wissen einzusammeln. Das heißt, eine Aufgabe vom Baum als Pflanze ist es, diese kosmische Information aus den Sternen, aus der Sonne, aus den Planeten, also aus all diesen Sphären, die über den Baum hinwegstreichen im Laufe seines Lebens, teilweise ja Jahrhunderte, wenn man jetzt bei dir in deinem Feld sich die Bäume anschaut, dann ist so ein Baum ein Erinnerer, der Wissen über so viele Zeiten in sich agglomeriert, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt eine gewisse Zeitlosigkeit tatsächlich erhält, mit einem Baum zu arbeiten. Und das ist natürlich eine ganz besondere Gelegenheit, das jetzt an deinem Platz tun zu dürfen, wo eben auch solche tollen Bäume stehen, dass selbst das in eine physisch reale, erfahrbare Begegnung führen kann und da eben auch in diesem Kurs dann erlebbar sein wird. Ja, toll. Ich glaube, meine Eiche freut sich schon. Ja. Ja, ganz spannend, ganz spannend. Wir sind ja in dieser grabovoianischen Arbeit, geht es ja immer darum, sozusagen den, ich sag mal, den Archetyp des, ich sag mal, des Menschen, also des gesunden Menschen, der in Liebe erschaffen ist, aufzufinden in sich selbst. Also wir gehen davon aus, dass es von jedem die beste göttliche Variante inhärent sozusagen ist. Und da ist dieser Lebensbaum eine Möglichkeit, sich genau sich da drin zu spiegeln, weil so habe ich es eben auch verstanden, weil du gesagt hast, die Menschen werden individuell abgeholt, dass diese Arbeit mit dem Baum eben auch sozusagen, obwohl es ein universelles Feld ist, genauso wie in der Arbeit von Grabovoi, der mit universellen Feldern arbeitet, aber er reagiert sozusagen auf jeden persönlich und holt ihn an seinem Prozess Station sozusagen ab. Und da bist du dann derjenige, der dann hilft, sozusagen am richtigen Zweig oder an der richtigen Frucht oder Knospe des Baumes. Du erkennst das dann aufgrund deiner Ausbildung und kannst dann dort, weiß ich nicht, Blüh- oder Reifehilfe geben oder so etwas in der Art. Also so übersetze ich das mal jetzt. Ist das richtig? Könnte man das so sagen? Das kann man so sagen, genau. Also ich lege großen Wert darauf, auch am Anfang von so einem Seminar den Space zu öffnen, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt. Also Raum dafür zu geben, dass Menschen ihre aktuelle Schwingung und ihre aktuellen Themen und Bewegungen mit in diesen Raum für diese 3 Tage hineinbringen dürfen oder reinbringen können. Denn das erschafft in Summe durch diese gemeinsame Zeit ein Feld von ganz tiefer Transformation. Und ich verstehe meine Aufgabe eigentlich darin, dieses Wissen auch in einer Art zu kommunizieren, dass es die Menschen erreicht, dass es eben nicht einfach nur ein Buch vorlesen ist, sondern dass es wirklich den Menschen ganz tief im Kern erreicht, dass er wirklich in sich spürt, so, dass dieses Erinnern, wie du das eben gesagt hast, dass das nicht irgendwie so eine Phrase ist, so ja, wir müssen uns halt irgendwie erinnern und dann wird alles gut, sondern dass es tatsächlich was Erlebbares ist. Und ich glaube, in unserer Zeitqualität ist so eine Verwirrung damit entstanden, weil wir so viele äußere Reize unser ganzes Leben lang hören, unser ganzes System darauf aufbaut, ein äußeres Bild von uns zu kreieren, wie wir möglicherweise sind oder sein sollen, wer auch immer diese Ansprüche an uns hegt.
dass wir, glaube ich, unsere Schwierigkeiten haben, in der Essenz und im Kern eigentlich unser eigenes Wesen zu erkennen. Und im Tempel von Delphi steht es ja auch so schön drüber geschrieben: Mensch, erkenne dich selbst. So, und schon hat man einen ganzen Tempel für gebaut, dass man sich da über Jahrtausende da reinsetzen kann, über diesen Satz nachdenken kann. Mensch, erkenne dich selbst. Und ich glaube, diese 3 Tage sind Einladungen an Menschen, die sich erkennen wollen, die es wieder zu sich zurückfinden wollen, die Anbindung an ihre Seele finden wollen, dort diese Zeit zu nutzen, dieses Retreat zu nutzen, dieses wunderbare Feld, was da eben auch bei dir an deinem Ort ist, in deinem Feld ist, das zu nutzen, um die Reise nach innen anzutreten, um diese Reise zu sich selbst anzutreten, die Reise zurück zur Seele und in letzter Konsequenz eben auch zu Gott hin. Genau. Ja, das war dann eben der Bogen in all diesen, deshalb sage ich, habe ich auch gesagt, also den Baum. Ich habe ja, wie habe ich dir schon mal vorher erzählt, dass ich ja früher bevor ich diese Lehre gefunden habe, mit der ich jetzt arbeite, mich mit der Kabbala viel beschäftigt habe, eben auch, weil es gibt eben ich sag mal, diese alten Mysterienschulen transportiert, gibt es eben universelle Systeme zur Selbst- und Welterkenntnis. Und die dann sozusagen in sich hermetisch alles umfassen, also so ganzheitliche Systeme, die eben alle Belange sozusagen, die individuellen und die kosmischen in sich tragen. Und das ist, finde ich, immer das Spannende sozusagen, dass das Individuelle nicht abgekoppelt ist, so wie Körper und Geist, sondern dass das Individuelle eben im Kosmischen aufgehoben ist, ja, so wie das Körperliche im Geistigen aufgehoben ist. Und das bietet deine Arbeit, glaube ich, auch in einem großen Maße an und passt deshalb hier auch wunderbar in die Essenz dieses Ortes, der ja dafür erschaffen wurde, genau, ich sag mal, eben erinnernd zu sein, nicht nur für sich selbst, sondern in dem Moment, wo man sich selbst erinnert, erinnert man ja die Welt um sich herum auch. Das geht ja sofort weiter. Das ist das Schöne. Das ist auch so ein Fruchtthema, ja, dass wenn man selber Früchte treibt und sich damit auch, also da in seinem Prozess ausweitet, ja, das ist ja alles verbunden. Und von daher ist das also freu mich sehr, dass du das hier, dass du sozusagen Klingenberg damit bereicherst, ja. Die kosmische Ebene ist natürlich insbesondere, ich glaube, das Unmittelbare, wo wir mit dieser Unendlichkeit in Kontakt kommen können. Wenn man an den Himmel schaut, ins Weltall schaut, sehen wir, was es heißt, ewig und unendlich zu sein. Und diese Zeitqualität von Ewigkeit und Unendlichkeit ist auch ein Anker in uns, der uns zurückführt an unsere Seele, an unser eigentliches Wesen. Wenn wir aus dieser Qualität handeln, haben andere Dinge tun und wird eine andere Qualität, eine andere Tiefe bekommen. Unbedingt. Ja, wunderbar. Also vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, wir sind ja dann 3 Tage zusammen. Das ist das zweite Wochenende im Juli. Ich verlinke das nachher alles noch ordentlich unter dem Video. Aber vielleicht sagst du so ganz grob, wie so ein Ablauf ist oder was so ungefähr. Also ich weiß, dass du ja auch ganz individuell schaust, welche Gruppe zusammenkommt, welcher Rahmen entsteht und aus dem auch individuell handelst. Aber es gibt ja so eine Grundstruktur. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, so ungefähr, was die Menschen erwartet, die herkommen. Ja, also der Kurs wird 3 Tage. Ich beginne typischerweise, wie gesagt, natürlich fangen wir erstmal so mit den Nutzungsformalitäten an, also zu schauen, so wer ist da, was sind die Anliegen, das wird erstmal natürlich zum Start, dann werden wir starten. Und dann werden wir uns am ersten Tag sehr mit Wahrnehmung beschäftigen, weil die Wahrnehmung Wesen dazu ist, um wieder Verbindung zum Erinnern aufzunehmen. Dass wir in unserem Alltag sehr viel in unser Kopf, oder mir geht es, dass wir in unserem Alltag sehr viel in so einer Kopfebene, einer organisierenden Ebene herumlaufen, sodass die Wahrnehmung das erste Element ist, mit dem wir uns beschäftigen werden. Das heißt, es geht darum, überhaupt erstmal wieder in Kontakt zu kommen mit verschiedenen Energiequalitäten, wahrzunehmen, was haben wir eigentlich für Energiequalitäten in uns, wie fühlen sich Energiequalitäten an,
Wahrnehmungsübungen, die sich auch, wenn man diese Energiequalitäten berührt, auch zwangsläufig zu diesem ersten Mysterium der Schöpfung, nämlich der Paradoxien führt. Das heißt, wir werden uns auch damit beschäftigen, dass Energien polar auftreten, also dual auftreten. Das wäre immer zu einem Prinzip ein komplementäres Prinzip finden. Das heißt, wenn wir ein komprimierendes Prinzip haben, haben wir auch ein expandierendes Prinzip. Also dieses Feuer-Wasser-Polarität, Mann-Frau-Polarität zum Beispiel. Das heißt, wir werden mit diesen Polaritäten arbeiten und wir werden ganz schön Übungen uns damit beschäftigen, was heißt eigentlich diese Energiequalität für mich persönlich in meinem Leben? Was heißt das für mich persönlich? Wo stehe ich mit diesen verschiedenen Energiequalitäten? Wie stehen diese Energiequalitäten in mir zueinander? Wie stehen die in Balance zueinander? Habe ich Vorzugsenergiequalitäten? Habe ich vielleicht sogar eine Blockade in einer Energiequalität? Das heißt, wir werden uns auch damit beschäftigen, wie fühlt sich eigentlich Energiefluss an? Und wie kann man dann eben auch das alles wieder in Harmonie bringen? Das heißt, der erste Tag ist insbesondere der Wahrnehmung der Harmonisierung gewidmet, damit wir unseren Körper energetisch in einen Zustand bekommen, dass er wieder frei fließen kann. Also dass wir als Gefäß wieder frei fließen können. Wir werden uns auch mit Reinigung beschäftigen. Am zweiten Tag werden wir dann mehr auch in die Theorie einsteigen. Wir werden uns dann auch mehr mit den Steuerungen beschäftigen. Da bin ich mal gespannt, was dann in deinem Feld alles so an Informationen kommt. Da bin ich schon sehr neugierig. Ich habe schon angefangen, dann ein neues Kurskonzept zu erarbeiten, was dann in deinem Feld erstmalig das Licht der Welt erblicken wird. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da bin ich selber auch noch sehr gespannt, was da alles kommt. Ich merke schon, die Downloads fangen schon an. Ich habe mir schon sehr bereitgelegt, um das alles mitzuschreiben. Das heißt, am zweiten Tag werden wir uns wenn da diese grundsätzliche Entspannung passiert ist, damit mit diesem Teil des Wissens beschäftigen, der dann eben uns zurückführt an unser Sein, an unsere Seele, an unser Herz. Und wir werden dieses Wissen dann eben praktisch anwenden. Wir werden praktisch arbeiten mit diesen Steuerungen, mit diesen verschiedenen Methoden. Wesentlicher Teil wird auch sein für den zweiten Tag die Erschaffung der Realität. Also wir werden uns damit beschäftigen, wie eigentlich diese verschiedenen Zeitkonzepte, die man so hat, zueinander passen. Also wie passt dieses Konzept von einer linearen Zeit zu einem Konzept von multidimensionaler Zeit zusammen? Und wie erschaffen wir eigentlich unsere Realität? Wenn wir dort unser Bewusstsein öffnen, werden wir feststellen, dass diese sogenannte objektive Realität doch scheinbar ein sehr dehnbarer Begriff ist. Petrov und Grabowoi sagen es ja auch so schön: Wunder ist eigentlich unser natürlicher Zustand. Ja. Und Einstein sagt auch so schön: Wunder widersprechen einfach nur unserer Vorstellung von Realität. Genau. Und damit werden wir uns am zweiten Tag beschäftigen. Und ja, am dritten Tag, wenn dann sozusagen die energetische und mentale Reinigung vollzogen ist, ja, werden wir uns unserem Baum widmen, werden in Kontakt mit unserem Baum gehen, werden auf die Reise gehen, werden uns zurückerinnern an unsere Seele. Und ja, ich bin dann sehr neugierig, sehr gespannt, was dann bei den Kursteilnehmern in Erscheinung treten wird, was ihre Seele mitteilen möchte, was ins Leben kommen möchte. Und dann werden wir mit neuen Übungen diesen neuen Lebensimpuls in die Welt bringen, werden es initiieren und werden es ins Leben holen. Und werden es durchs Erleben in die Realität holen, dass es eben nicht nur so ein mentaler Zettel ist, sondern ja, dafür sind wir hier. Damit gehen wir weiter. Dass dann, wenn man dann nach so einem Seminar wirklich selber eine andere Signatur hat, also eine befreitere Signatur, die dann andere, ja, in andere Aktionswege geht und so weiter. Ja, genau, das ist ja hier mein Anspruch in der Schule des Erinnerns auch ganz deutlich, dass es eben wirklich um wirkliche Schritte geht. Ja, und dass man das, also ich glaube, wir sowieso nicht da rundherum kommen, in die persönliche Entwicklung zu gehen. Und da ist eben diese Arbeit und der Baum, könnte man auch sagen, der fordert das von einem, wenn man dem begegnet. Dieser Platz hier, also Klingenberg, so schön wie es hier ist, fordert das aber auch, ja. Und das ist ja eigentlich
Ja, das ist ja keine, diese Forderung ist ja keine Überforderung, sondern ist eigentlich ja die Freude am Wachstum. Das ist ja auch das, was man, finde ich, in der Natur, wenn man einen Baum wachsen sieht, jetzt auch wenn man einen kleinen Baum wachsen sieht, dann kann man ja sozusagen die Freude am Wachstum in der Natur, wenn wir die auf uns übertragen können, statt immer Angst zu haben, dass jetzt ein nächster Zweig wächst oder oh, wer weiß, ne, ob man diese Frucht, die jetzt kommt, überhaupt tragen kann und so. Wir wissen ja, die Früchte, die da wachsen auf harmonische Art und Weise, ist immer das, was wir selber produzieren und so. Also das ist eine ja, ganz schöne, ja, ganz schöner Weg, der sich da ausbreitet, eben genau für diese wirkliche, tatsächliche Entwicklung. Ja, wunderbar, Andreas. Möchtest du noch was zum Abschluss sagen oder hast du alles gesagt? Ich glaube, zum Abschluss kann ich einfach nur sagen, dass ich sehr dankbar bin über diese Begegnung und auch diesen Erinnerungsprozess, den ich mit dir durchlaufen darf, der ja gerade auch erst angefangen hat mit fliegenden Ja. Fahnen. ja, und ich freue mich wirklich sehr, diesen Weg gehen zu dürfen und da bei dir auch mit unterrichten zu dürfen. Und ich merke bereits, dass meine Signatur schon verändert, jetzt nur in der Vorbereitung jetzt auf dieses Retreat, dieses Seminar bei dir. Und ja, ich freue mich einfach sehr auf diesen Kurs und freue mich sehr auf die Teilnehmer, die kommen werden. Ja, Das toll. wird Ja, das ist genau das, großartig. was du gerade ansprichst, ist, dass wenn man diese Arbeit macht oder die Arbeit zur aktuellen Lebensaufgabe gehört, das ist auch ein wichtiges Thema bei mir, dass man dann sich immer sofort selbst entwickelt. Ja, dass das eben, also die Arbeit in diesen Kontexten ist immer eine, die ein Selbst und das Umfeld entwickelt. Ja, deshalb finde ich ja das mit den Früchten und dem Baum auch so schön. Ja, also dann freuen wir uns gemeinsam. Die Informationen findet ihr alle unter dem Video, dann ganz bald auch auf meiner Seite. Andreas hat gerade ganz frisch eine neue Internetseite, die ist noch nicht, also da werdet ihr schon Informationen finden, aber die ist noch im Aufbau. Die verlinke ich euch also dass ihr, wenn ihr da jetzt vorbeigeht, müsst ihr wissen, dass ihr, wenn ihr später vorbeigeht, da diese Seite auch wächst wie ein Bäumchen. Und ja, dann war es das für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und Zuschauen. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der hier live in Klingenberg landet. Dass wir ja gemeinsam arbeiten können, jeder an sich und alle für die Welt. Vielen So Dank, ist es. Andreas. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Auf ganz bald hier auf meinem Videokanal in der Schule des Erinnerns. Ja, eure Inessa und Andreas. Andreas. Tschüss. Danke.